Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Genghis Khan, ein Strategiespiel für den NES. Ich bin schon gespannt, habe es noch nie gespielt, wie die meisten Spiele, die ich hier vorstelle, reingehüpft ins kalte Wasser. Schauen wir mal, was geht. Okay, was nehmen wir? World Conquest? Nee, World Conquest. Player. Ich alleine. Ich spiele Japan, Mongolen, England. Ich spiele England. Warum nicht? Why not? So, schauen wir mal. Ja, wird schon passen. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen geteilter Meinung, was Strategiespiele am NES angeht. Einerseits finde ich es sehr cool, dass das damals schon gab. Andererseits finde ich sie meistens, also die ich bisher gezockt habe, immer recht schwer zu konsumieren. Ja, komm, lass mich weiter spielen. Alright now, go. Okay, ja, Land, also eine Strategie-Landkarte. Von der Welt. Ja. Okay. Und jetzt? Ja, okay. Verteilt hier. Jetzt kann ich 1000 Millionen Dinge einstellen. Okay. Das ist wieder so das Problem. Jetzt in 10 Minuten sich da reinfuchsen, das ist einfach nicht drinnen. Ich kann jetzt echt nur so ein bisschen reinschnuppern. Mir ist da nicht drinnen. Mal schauen mal, was mit den Steuern. Steuern 4. Ja, sie freuen sich. Ja, das sind natürlich 0 Steuern wahrscheinlich. Ja, es sind zu wenig. Ja, mal. Kann ich nochmal ändern? Das schaut so aus, wenn ich 9 mache. Nein, nein, ist zu viel. Okay. Okay. Ah, 6. Okay. 7. Oh nein, regen sich auf. Egal, ich lasse es jetzt. Weiter geht's. Sollen sie sich aufregen? Kann ich einen Aufstand anzetteln? Im ersten ganzen Zug nur mit Steuern verschwendet oder was? Ach, nix. Bisschen zart das Warten hier, bis das abläuft. Okay, ich sehe schon, das wird ein schreckliches Let's Play. Ich fürchte, das wird schrecklich. Weil das ist einfach kein Spiel, das man nur 10 Minuten spielen kann. Es ist einfach unmöglich, in 10 Minuten rauszufinden, wie das geht. Trainieren. Die Truppen. Sehr gut. Voll die Skills bekommen. Was gibt's denn noch? Haben wir alles anschauen da. Okay. Kann ich noch was machen? Was machen wir noch? Gehen wir mal irgendwo hin. Ja. Kann ich irgendwo beitreten? Army? Ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Merkt ihr das? Mann. Leute, ich weiß nicht, dass ihr das zum ersten Mal einschaltet, ein Let's Play von mir. Ich verspreche euch die anderen besser, aber das einfach nur so mal zu machen, mit noch nie gespielt, das geht einfach nicht. Gibt's Leute, die spielen Genghis Khan auch im Jahr 2019 noch? Gibt's solche Leute? Wenn ja, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare.
gibt es Leute, die dieses Spiel auch 2019 noch spielen. Ja, warum auch eigentlich nicht? Also wenn man sich da bereits schon reingefuchst hat und es wieder mal erleben will, könnte ich ja schon fast verstehen. Irgendwie, aber... 8? Auch 8? Wie ist ein alten Kriegsspiel? Wie viel Essen nehmen wir mit? Ja, ich weiß, das war damals relevant, aber es ist schon irgendwie schon ein bisschen... Die Reise dauert 8 Jahre, okay. Ja, ich bin selbst da. Ja, ja. Oh, die hübsche Dame sagt, der Gott soll uns beschützen, ja. Es ist immer gut beim Krieg, dass der Gott da ist. Der verhindert den Krieg nicht, nein. Der hilft nur uns, den anderen nicht, die anderen vernichtet er. Ganz logisch. Okay, lassen wir das. Oha. Meine Kavallerie muss ich hier positionieren. Ich habe keine Ahnung. Aber die Grafik ist gar nicht mal so übel. Naja, wobei. Naja. Ich sag daher. Daher? Nein. Daher? Geht auch nicht. Was kann ich hier überhaupt machen? Ich möchte es hier irgendwo positionieren. Da reicht's vielleicht, muss ich da irgendwo. Wo kann ich sie denn hinsetzen? Ich drücke A. Ja, ich würde sie ja gern positionieren. Ja, Start, Select, A, B. Was willst du von mir? Wo soll ich dich hinsetzen? Ja, ich hab doch keine Ahnung. Ah, das sind so Felder. Kann ich sie da hinsetzen wahrscheinlich? Okay. Ah. Okay. Da wird mal gescheit. Alles mit Pferdlern besetzt. Sehr gut. Oben auch noch. Ein Schwertkämpfer. Sollten eigentlich hinter dem Pferd dort sein, oder? Ja, ist nicht mehr. Aber auf jeden Fall den Bogenschützen hinter den Pferden. Sehr gut. Und jetzt? Okay. Ich bewege mich vorwärts. Ja, move. Sehr gut. Ja, move noch mehr. Da geht's schon. Wie viel kann ich denn noch? Das ist jetzt super schnell. Eigentlich will ich da jetzt gern stehen bleiben. Ja, jetzt kommt der da dran. Ja. Nein, ich möchte nicht aufteilen. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Na, ich möchte jetzt eigentlich gern da bleiben. Das Pferd da kommt. Also move. Da rauf. Na, dieser Sound ist auch nur von mäßiger Qualität. Ich meine, war das gegen damals ein Hit? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als wäre das jetzt der. Die große. Coole Sache gewesen. Eigentlich ganz groß auf der Verpackung. Man konnte abspeichern. Damals nicht selbst. Alles andere als selbstverständlich. Da weiter mit euch. Ja. Da, aha. Die schalten da vorwärts. Das ist wahrscheinlich nur dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Die Pferde gegen die Bogenschützen oder so irgendwie wahrscheinlich. Und die Pfeile gegen die Schwertkämpfer. Kann ich da jetzt schon irgendwie angreifen? Normal. Nichts zum Attackieren, okay. Ja, dann geh halt. Der Move halt. Ja.
Ja, im Wald verstecken ist vielleicht nicht so ungeschickt. Ja, du movest auch jetzt darunter. Du movest auch jetzt darunter. Gutes Deutsch. Gut gedeutscht. Na dann. So, da. Du bewegst dich jetzt auch darunter. Ja, sehr gut. Und Bogen. Auch schön darunter. Na, falsche Richtung. Ah, die Steuerung ist. Jetzt schon durchaus ein Jammer. Ja, hier gibt es einen Kampf. Ja, der hat mich voll platt gemacht. Irgendwie wäre ich einfach nur platt gemacht, kommt mir vor. Schaut ganz schlecht aus für mich, Leute. Schaut ganz schlecht aus für mich, Leute. Die Armee von England wurde besiegt. Das macht aber nichts, weil die 10 Minuten sind um. Ich habe es geschafft. Ja, tut mir leid, Leute, aber Strategiespiele am NES waren damals vielleicht gut, aber ich kann mich da in 10 Minuten nicht reinfuchsen. Das geht einfach nicht. Das tut mir leid. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare reinschreiben, was ich nicht für ein Banause bin und was mir nicht alles entgeht, weil ich mich da nicht reinfuchse, weil das der coole Shit war. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, ob da was kommt oder ob das Spiel eh keiner kennt. Tja, ich werde es bald erfahren. Von euch. Da unten bitte abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in euer Postfach. Da drüben könnt ihr sofort weiterschauen. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich natürlich ganz besonders. Ciao Leute, baba.